Und bitte. Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder. Wir sind jetzt gerade beim Business Yoga mit Kerstin Lehnert und machen jetzt eine ganz tolle Atemübung, die macht jung und frisch. Und ihr habt ja vielleicht schon unsere Übung gesehen zum Entspannen und Dehnen. Das ist jetzt quasi Spin-off, Atmung, total wichtig. Und wenn man keine Zeit hat oder vielleicht im Auto sitzt oder im Büro, überall kann man das machen. Das ist wirklich toll. Genau. Ich atme woanders. Ich bin schon jung und frisch und habe das mit dem Atmen schon gerafft. Also Kerstin sagt ja, piss geht. Komm du erstmal in mein Alter, ja? Also bitte, fangen wir mal an. Jawohl. Ich zeige euch gleich noch eine Position, wie wir die Wirbel richtig auseinanderziehen. In dem Moment, wo wir die Wirbelsäule stretchen, öffnen sich die Wirbel hinten, die Bandscheiben werden auseinandergezogen. Die Bandscheiben sind ja wie so kleine Schwämme und die saugen sich dann voll mit dieser Bandscheibenflüssigkeit. Wenn ich das regelmäßig mache, hast den Puffer. Pumpe ich die Bandscheiben voll und die sind viel stabiler als sonst. Das heißt, sowas wie Bandscheibenvorfall, adios, werden wir auch nicht mehr kriegen. Sehr gut. Mhm. Okay, noch eine letzte Übung für den Rücken. Dafür stehen wir mal kurz auf. Ja? Wir stellen uns hinter den Stuhl. Auch da werden die Kollegen, wenn man jetzt im Großraumbüro ist, Siehst du, Tanja hat schon extra viel Energie. Ja, durch die Übung. Da werden die Kollegen vielleicht auch ein bisschen komisch gucken, aber die kann man ja dann einladen mitzumachen. Hier eine Variante, wie ich eben schon gesagt habe, die Wirbelsäule richtig schön auseinanderziehen können. Wir gehen so einen kleinen Schritt vom Stuhl weg, halten uns mit den Händen an der Stuhllehne richtig schön fest. Und jetzt machen wir noch einen größeren Schritt nach hinten, ziehen die Wirbelsäule, den Rücken so lang wie es geht. Der Blick geht gerade unter uns auf den Boden, sodass der Nacken schön gerade bleibt. Ihr könnt die Füße etwas weiter als hüftweit auseinandergeben und jetzt die Hüfte und den Po so richtig weit nach hinten und oben schieben und die Wirbelsäule hier richtig schön lang ziehen. Der würde sich auch freuen, das gibt gleich eine Beförderung. Kommt drauf an, von welcher Seite, würde ich sagen. Ja, hier auch mal drei tiefe, du kannst mich mal ab und so weiter. Drei tiefe Atemzüge hier. Und die Tanja hat aber auch schöne Beine, ne? Muss ich sagen. Die werden übrigens dadurch auch der Chef sagt. Das ist dann schon wieder fast sexuelle Belästigung. Ja, genau. Ja, übrigens auch die Beinrückseite. Wir müssen ja alle oft hohe Hacken tragen. Ja, wenn wir hier den, genau, wenn wir hier den Po so ein bisschen nach hinten schieben, dann stretchen wir auch die Beinrückseite, die ja so ein bisschen verkürzt wird durch die hohen Hacken. Ja, das heißt, das ist hier so eine richtig schöne 3-in-1-Übung. Jetzt könnt ihr langsam nach vorne wandern. Super. Eine kurze... Du kannst richtig Man kann die Hälfte rausgefallen, weißt du? Nochmal eine kurze Alternative. Natascha, ich weiß ja bei dir, dass du manchmal so ein bisschen Probleme mit den Handgelenken hast, ne? Mhm. Durch deine Verletzung. Und oft haben ja Leute Sehnenscheidenentzündungen in den Handgelenken. Wenn das nicht geht mit dem Festhalten an dem Stuhl, ist eine etwas softere Variante, dass ich einfach die Unterarme ablege, hier die Hände ineinander verschränke und die gleiche Übung mache, die Beine allerdings zusammenlasse, um hier Stabilität zu haben. Ja, das geht dann auch gleichzeitig nochmal in die Schulter und die Unterarme einfach abgelegt lasse. Ja? Also das wäre eine Alternative. Und so stretche ich meine Wirbelsäule auseinander, ziehe die richtig schön lang und habe eben diesen Effekt. Und danach sind wir 1,85. Danach, man wächst tatsächlich. Ja, weil zieht ja, ist ja die Wirbelsäule ziehst ja nach oben. Ganz genau. Die Wirbel, also man ist ja morgens bis zu einem Zentimeter kleiner, ne, durch dieses Liegen und Stauchen. Und wenn wir regelmäßig diese Übungen praktizieren, dann werden wir länger. Und man kriegt so einen aufrechten Gang. Tina hört ganz aufmerksam zu. Soll ich morgens kleiner sein? Weil ich, Im Liegen staucht sich das zusammen. Dadurch, dass du dich nicht bewegst, schrinken die Muskeln zusammen. Ich dachte eher über den Tag. Man ist tatsächlich ein bisschen gestaucht. Ich sehe das mal morgens am Autospiegel. Wenn ich im Auto sitze, muss ich immer verstellen, weil ich bin echt so... Echt? Und über den Tag plustern sich die Muskeln sozusagen auf, ziehen die Wirbelsäule lang. Also auf jeden Fall, wenn man Business-Yoga macht. Das auf jeden Fall. Ja, das war super. Also ich bin jetzt schon echt entspannt. Macht ihr sonst Yoga irgendwie so? Oder? Manchmal. Ich auch nicht. Aber also das ist etwas, was ich echt gerne mal nachmachen möchte. Das ist cool. Ja. Ich lasse euch das Buch gerne da, ja. Könnt ihr ja gerne nach. Ich will euch noch eine kleine Übung zeigen, die können wir überall machen. Da müssen wir weder am Tisch sitzen noch sonst wo. Ich mache das sehr, sehr gerne beim Autofahren, auf dem Weg zu Meetings oder zu so einem Dreh wie heute. Ich bin ja ein bekennender Morgenmuffel und wenn das mit dem Wachwerden morgens nicht so klappt und man vielleicht noch nicht mal Zeit hat für einen Kaffee
oder den Kaffee vielleicht mal weglassen möchte oder sich noch mal eine extra Portion Energie geben will, dann gibt es so einen Atemtrick. Es ist eine tantrische Übung. Ja, viele denken ja bei Tantra-Yoga immer an das, was auf der anderen Matratze passiert. Gibt aber tatsächlich auch Atemübungen, die uns einfach viel mehr Energie geben. Körperlich, aber auch mental. Weil wir mit der Übung, die ich euch jetzt zeige, den Sauerstoffgehalt bis zu 60% erhöhen. Ja, das heißt, die Konzentration wird besser, meine Präsenz wird besser. Ist ganz toll, wenn wir auf die Bühne gehen, wenn wir einen Dreh haben, wenn wir ein Meeting haben, eine Präsentation, was auch immer Wichtiges bevorsteht. Ich kann mich damit anzwitschen. Das Ganze nennt sich Kapalabhati, bedeutet übersetzt Feueratmung. Und das ist einfach so eine Art Hyperventilieren, so eine Hechelatmung. Man sieht von außen nicht viel, das heißt, das könnt ihr überall machen. Ich mache es, wie gesagt, eigentlich fast immer beim Autofahren. Und das Ganze sieht einfach so aus im Sitzen. Man sollte versuchen, dass der Rücken relativ gerade ist. Und dann atmet ihr durch die Nase. Ist am Anfang so ein bisschen komisch, aber nach 3-4 Mal hat man sich daran gewöhnt. Und was wir machen, ist einfach über Involvierung der Bauchmuskulatur pumpen wir Sauerstoff in die Lunge rein. Wir atmen bewusst aus. Das Einatmen passiert von alleine. Ja, das heißt, ich mache nicht ein, sondern einfach nur ein. Alles durch die Nase. Der Mund. Alles durch die Nase. Der Mund ist ganz entspannt. Und aus. Ausatmen. Und also ich kicke den Atem raus. Das Einatmen zwischendrin passiert von alleine. Bei mir passiert auch Ausatmen alleine. Ja, man muss sich so ein bisschen ranwursteln. Ne? Was dadurch passiert, durch diese Hyperventilation? Gut für Zwerchfell, oder? Genau, genau. Ist Zwerchfelltraining perfekt. Wie oft sollte man das machen? Am Anfang ungefähr 40 Atemstöße, ja, relativ soft auch. Hinterher kann man das dann ja, schneller und intensiver machen. Ist am Anfang nicht empfohlen, weil durch diesen erhöhten Sauerstoffgehalt kann einem so ein bisschen schwindelig werden, wenn man daran nicht gewöhnt ist. Hat übrigens auch eine ganz tolle Zellverjüngung, also alles, was es hier so gibt in irgendwelchen Beauty-Salons mit Sauerstoffmaske, pipapo, können wir uns sparen damit. Wir hecheln einfach eine Runde. Ja, also Kapalabhati kann man immer und überall einbauen. Auch toll am Arbeitsplatz. So, jetzt haben wir richtig viel Sauerstoff. Ich fühle mich extrem geweitet. Es wächst nach vorne, nach hinten, zur Seite. Also ich hoffe, euch hat Spaß gemacht. Wir hoffen es, wir Berlin Blondes. Und vielleicht habt ihr auch schon mal Business-Yoga irgendwo gemacht oder ihr habt die ein oder andere Übung, die ihr uns auch noch zeigen wollt oder sagt uns, wo ihr das gemacht habt. Schickt uns gern Fotos, schreibt in die Kommentare. Wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr mit uns in Kontakt tretet. In diesem Sinne, Namaste und bis zum nächsten Namaste. Mal. Namaste, jetzt mal ein Kaffee. Genau. Namaste. Das war ja jetzt der 70er-Jahre-Gag.